Universelle Herzmeditation. Mach es dir nun gemütlich, sitzend oder liegend. Stell dein Telefon ab und nimm dir einige Minuten Zeit für diese Meditation. Vielleicht magst du dir vorstellen, dass du irgendwo am Meeresstrand dich aufhältst. Dort, wo die Brandung ans Ufer kommt, wo die Wellen kommen und gehen in ihren ewigen Kreislauf, ganz so wie es auch dein Atem tut. Achte darauf, hör auch die Wellen deines Atems dich bewegen. Deinen Brustraum, vielleicht Bauchraum, heben und senken, heben und senken. So durchfluten dich auch die Wellen deiner Lebensatmung. Mit jedem Einatemzug kannst du ein Stück weiter werden. Mit jedem Atemzug etwas mehr loslassen, tiefer sinken, deine Unterlage, dich tragen lassen, all dein Gewicht, alle Last, die du gerade trägst, an die Unterlage abgeben. Einfach tragen lassen. Sei in deinem Körper, sei dir deines rechten Beines gewahr, von den Zehenspitzen der Fußsohle beginnend, über das Wadenbein, das Kniegelenk, den Oberschenkel bis herauf zu deinem Becken, auch das andere Bein, welches jetzt getragen wird von deiner Unterlage, dein Gesäß, sind deine Pobacken entspannt, dein Rücken, dein Bauchraum und dein Brustraum, wo deine Organe geschützt von den Rippenbogen sich befinden. Schultern, deine Arme, deine Hände, die jetzt einfach auch einmal entspannen können, nichts tun müssen, sondern ruhig ihren Platz gefunden haben. Dein Kopf, deine kühle Stirne, deine Wangen, dein Kiefer entspannt, die Augen vielleicht geschlossen, die kühle Luft, die deine Nasenflügel mit jedem Einatemzug streicht und erwärmt wieder zurückkommt. Lenke dann den Atem die Mitte deiner Brust, dort unter dem Brustbaum, dort, wo sich dein energetisches Herz befindet, dein Herzchakra. Atme in deine Brust und entfache das Herzensfeuer mit jedem Einatemzug ein Stück weiter werden. Den Ausatemzug ein Stück loslassen. Und auch in deinen Bauchraum
ein und aus. Und dann konzentriere dich ganz auf die Stelle oberhalb deiner Schädeldecke, auf deinen Scheitel. Dort, wo sich das Kronenchakra befindet. Vielleicht kannst du es jetzt schon spüren. Oder du stellst es dir jetzt einfach vor, dass sich oberhalb deines Scheitels eine Lichtkugel voller Energie befindet. Ein leuchtendes Licht, welches oberhalb deines Scheitels leuchtet. Spürst du es? Atme nun über dein Scheitelchakra ein, entlang deiner Wirbelsäule befindet sich der Prana-Kanal. Das ist ein Energiekanal, durch den die feinstoffliche Energie strömt. Atme das Licht oberhalb deines Scheitels, durch deinen Scheitel, durch deinen Prana-Kanal, bis in dein Herzzentrum. Und nimm wahr, wie in der Mitte deiner Brust, in deinem Herzen, heller wird, strahlender und weiter. Es ist, als würdest du dein Herz mit göttlicher Energie nähren. Lass das Licht, dein Herz, sich auch nach unten hin ausweiten. Deinen Bauchraum, dein Hara, dein Zentrum. Und weiter nach unten atmen. Dein Basischakra zwischen deinen Beinen und auch durch die Beine hinunter die Fußsohlen. Erlaube das Licht deines Herzens vom Scheitel durch deinen Körper zu atmen. Erlaube, heller und strahlender zu werden. Mehr und mehr das Licht in dir zum Leuchten bringen. Und nicht nur dein physischer Körper, auch dein emotionaler, mentaler Körper, dein Geistkörper wird nun heller. Vielleicht kannst du bemerken, wie von deinem Basischakra und deinen Füßen nun strahlendes Licht nach unten in die Erde strömt. Das Licht, welches nun wie feine Wurzeln in die Erde hineinsickert und nun den ganzen Erdball durchdrängt. Manche Wurzeln zu den verschiedenen Kraftzentren, die sich überall auf diesem Planeten befinden, um dich damit zu verbinden. Und eine Wurzel in der Mitte, welche ganz besonders stark und kräftig scheint, hinunter wächst in das Zentrum der Erde, in das Herz der Mutter Erde. Das energetische Zentrum dieses Planeten. Nimm wahr, wie der Lichtstrahl bis in das Herz der Mutter Erde dringt, um dich dort damit zu verbinden. Von Herz
So Herr, was wird wohl geschehen, wenn du den Kontakt mit dem Herzen der Mutter Erde und deinem Herzen wirklich empfinden kannst? Achte darauf. Eins, zwei, drei, jetzt. Du bist nun verbunden mit dem Licht oberhalb deines Scheitels. Über dein Licht in deinem Herzen, erleuchtet deinen ganzen Sein, verbunden mit dem Herzen der Mutter Erde. Zeig das Licht jetzt. Das Licht weitet sich aus. Und es fühlt sich gut an. Und auch das Licht oberhalb deines Scheitels scheint irgendwie stärker geworden zu sein, nachdem du den Kontakt mit dem Herzen der Mutter Erde aufgenommen hast. Und es ist wie ein Strahl, der nach oben geht. Alle Dimensionen des Seins durchdringt. Und wie ein gewaltiger Lichtstrahl sich in der Unendlichkeit mit dem göttlichen Licht, dem göttlichen Herzen verbindet zu einer Einheit. Du bist nun verbunden mit dem universellen göttlichen Herzen, dem Herzen der Mutter Erde, welches dich durchdringt. Und du atmest jetzt diesen Kreislauf zwischen dem göttlichen, unendlichen Herzen, dem Herzen der Mutter Erde und dein Herz, dein Sein, ist der Kanal. Du bist das Zentrum, das es möglich macht. Du bist die Verbindung der göttlichen Liebe und der Liebe und Geborgenheit der Mutter Erde. Jetzt. Achte darauf, was du fühlst. Achte auf deine Gedanken, ohne sie irgendwie verändern zu wollen. Beobachte sie einfach nur. Was kommt? Was will geheilt werden? Lass es geschehen, was von selbst geschieht. Du kannst darauf vertrauen, wenn du den Kreis der göttlichen Liebe und der Liebe deiner Mutter Erde eingebunden bist, dass alles richtig ist, was ist und was geschieht. Du kannst darauf vertrauen, dass du geführt, geschützt und geliebt bist. Nimm wahr, wie dein ganzer Körper durchflutet wird von diesem Licht. Wellenförmig, spiralförmig. Vielleicht in verschiedenen Farben. Auch dein Astralkörper, deine Aura,
leuchtet. Jetzt in diesem Moment bist du erleuchtet. Du bist Mensch und Licht. Du bist verbunden mit der Weisheit deiner Mutter Erde und verbunden mit der Weisheit und unendlichen Liebe des göttlichen Seins. Lass es geschehen. Und dann wird es langsam Zeit, dir bewusst zu werden, wer du bist und wie dein Leben jetzt gerade aussieht. Es ist dein Leben. Und alles, was du erlebst und erfährst, dafür trägst du Verantwortung. Du hast dieses Leben, um es zu gestalten, um etwas Gutes und Schönes daraus zu machen. Mach dein Leben wunderschön. Übernimm selbst und alleine die Verantwortung dafür zu sorgen, dass dein Leben wunderschön ist. Und wenn du manchmal nicht weiter weißt, wiederhole diese Meditation und komm mit deiner Frage, leg sie in das Licht. Und die Dunkelheit wird erhellt werden, weil du dich hingibst im Vertrauen und bereit bist, selbstverantwortlich dein Leben zu gestalten. Wenn du dich mit diesem Licht verbindest, dann weißt du, dass du ein ganz besonderer, wunderschöner Mensch bist und dass du unendlich geliebt bist. Spüre die Liebe. Ja. Spüre das Licht. Vielleicht hast du schon ein inneres Lächeln. Und vielleicht wollen sich deine Lippen nun auch zu einem äußeren Lächeln bewegen. Ein Lächeln der Liebe. Nimm es mit in dein Leben. Auch in dein Wachbewusstsein, zu dem du jetzt langsam oder auch gleich zurückkehren kannst. Nimm einen tiefen Atemzug, spüre deinen Körper, nimm wahr, welcher Teil deines Körpers sich als erster bewegen möchte. Vielleicht magst du dich regeln oder strecken. Vielleicht aber auch willst du dich jetzt einfach irgendwie zur Seite legen und schlafen. Je nachdem, was du jetzt vorhast. Schlafe. Oder? Sorge dafür, dass du ganz wach bist und dass du das Licht in diesen Tag mit hineinnimmst. Jetzt. Sei willkommen.